Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege. Also, wir haben zuletzt den Banditenboss gekillt, haben einige verrückt gewordene Wildschweine gekillt und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter, weil da haben wir auch gleich einen neuen Gegner und zwar den Schwarzen Wolf, welchen es manchmal zerfetzt und manchmal nicht, warum auch immer, aber ist ja auch egal. Wir müssen immer noch Merricks Stab finden. Bin ja gespannt, wann wir den finden, beziehungsweise wo der überhaupt sein soll. Weil ich würde ganz gerne raus aus dem Wald hier. Ich weiß auch nicht, aber Wälder oder sowas, das ist so ein Ding, das mag ich nicht so besonders. Ah, und da gibt es gleich wieder die nächsten Banditen. Sehr schön. Ach ja, ich hoffe, das mit den Banditen hört es dann bald auf, weil die nerven. Die machen mir ein bisschen zu viel Schaden. So. Okay. Sind wir hier in einem. Wow, sind wir hier auf einem riesigen Feld. Jetzt laufe ich mal so ein bisschen rum. Ein bisschen rumgucken, was hier so gibt. Ah, gucke mal. Ein paar Wölfe, die uns hier zerfleischen wollen. So, ansonsten gibt es da nichts mehr, außer hier noch ein bisschen was. So gegnertechnisch. Müssen wir auf jeden Fall auf die andere Seite auch noch gucken. So, okay, das war's dann hier soweit. Dann gucke ich jetzt mal auf die linke Seite. Ich glaube, da dürfte dann nicht mehr viel sein, so wie es aussieht. Nee, da ist irgendwie gar nichts, so gefühlt. Außer noch mal ein paar Höllenschweine. Ich finde den Namen so geil. Naja. Ah, cool. Wow, wo sind denn wir jetzt bitte? In einem Sumpf oder was? Ja, ekelhaft. Okay. Jetzt die Frage, gibt es hier noch irgendwas oder ist hier nur. Nee, hier gibt es nichts mehr. Okay, alles klar. Dann. Ja, folge ich mal dem Pfad einfach weiter. Sofern man dem überhaupt folgen kann. Aber schaut gut aus, so wie es ausschaut, oder? Was würdest du dazu sagen? Schon, oder? Ja. Dann sind wir ja einer Meinung. Wieder eine Kiste und Truhen und was weiß ich was alles. Hui, ein Stab, mit welchem ich wahrscheinlich nichts anfangen kann. So, jetzt laufen wir hier noch in die Richtung, gucken, was, ob es hier irgendwas gibt. Aber da ist jetzt die Frage, ob es hier was gibt. Nee, hier gibt. Wow, was ist mit der Kamera passiert? Hallo? Was war das denn? Okay, hier gibt es also nichts. War also Zeitverschwendung. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Wo wollen denn die hin? Hier geht's weiter. Mensch. Ein umgeknickter Baum. Auch nicht schlecht. Hey, was ist das hier? Oh, gucke mal. Was sind das? Ui, ja, wie geil. Was ist das? Wie geil! Cool! Was ist das hier? Ich kenne das gar nicht.
Das ist ja cool. Wow! Was in aller Welt? Was bist denn du für einer? The Last Witch? Okay. Wow, okay. Cool. Danke dafür. Das ist ja geil. Und zwei Truhen auch noch. Ne, mehr sogar. Cool. Und hier. Geil. Dann haben wir hier noch eine. Und hier noch eine. Das ist ja mega cool. Das ist ja mal richtig nice. Fett. Danke. Cool. Sehr geil. Kenne ich jetzt hier so auch nicht. Das ist ja... Das ist ja cool. Das gefällt mir richtig gut. So. Kann man hier außenrum noch irgendwas finden oder... Eher nicht so. Ich gucke einfach mal. Vielleicht gibt es da irgendwas. Aber ich glaube tatsächlich nicht, so wie es ausschaut. Könnte also, ja, reine Zeitverschwendung sein. Wow, was ist mit der Grafik los? Die Grafik ist kaputt. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, das scheint es gewesen zu sein hier. Okay. Dann ist es eben so. Dann ist es eben so. Wer baut denn sowas mitten in den Wald? Wahnsinn. Aber cool, haben wir wieder was Neues entdeckt. Cool. Und ich kann meine Freude mit euch teilen, es ist so schön. Es gefällt mir sehr gut. So, warte mal, da muss ich entlang, gell? Ja, genau. Was für ein Bogen? Hardiness. Ah ja, okay. Der sollte den Bogen eigentlich gar nicht tragen, aber naja, egal. Wow, da liegt ja einer. Hey, den habe ich gar nicht gesehen. Was ist mit dir los? Azunites, was auch immer. Please, I beg of you, the temple must be purified. The evil grows stronger with every day. Okay. Take this icon. The temple ahead has been overcome by by awakening evil. The icon can break the unholy discord if you can place it upon the altar. I have tried and failed. A powerful guardian desecrates the altar with his presence. Please, you must und tot. Toll, danke. Danke für nichts. Hätte ich mir ruhig sagen können, was da rumlungerte. Ja, wie auch immer, wir haben ein neues Quest und zwar Purify the Temple, Destroy the Temple Guardian. Da bin ich ja mal gespannt, was dieses Viech wohl ist. Bin gespannt, wie stark das Teil ist. Vielleicht erwartet uns jetzt ja mal eine richtige Herausforderung hier. Also ich meine, so richtig krass. Und ich weiß nicht, wo ich entlanglaufen soll. Ha. Ach so, wow, das hätte ich mir auch sparen können. Gibt's hier gar keine Monster oder was ist hier los? Ah, kaum spricht man davon. Da haben wir auch einen neuen Monster und zwar den Swamp irgendwas. Swamp Stinger. Ah, okay. Wow. Und nochmal einen neuen Gegner, den Mangler. Oh, wow. Die klingen komisch. Die klingen echt komisch. Wollte ich nur mal... Ach du Schande, jetzt geht's los. Jetzt kommen sie aus allen Richtungen. Jetzt machen sie uns fertig. Jetzt kommen sie aus allen Richtungen. Ey. Aber guck mal, die rennen nicht weg. Cool. Oh, die rennen doch weg. Ach du Schande, ich hätte es nicht sagen sollen. Naja, egal. Auch geil, wie der Zauber einfach nicht trifft. Das ist so lustig. Ah,
Gut, das war's dann jetzt. So, jetzt gucken wir mal in das Haus hier rein, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ich glaube nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Okay. Ah, ein bisschen Gold. Das kann man natürlich immer gebrauchen. So. Sehr geil. Wow. Die Geräuschkulisse ist atemberaubend. Das ist so schön. Schau mal, da hinten habe ich was gesehen. Da ist ein Viech. Normalerweise müsste ich komplett durch den ganzen Sumpf. Aber ich glaube, wenn wir das machen, dann, ja, dann wird das Let's Play, glaube ich, 3000 Folgen haben. Nein, ernsthaft, der Sumpf ist so dermaßen groß und unübersichtlich und, ach. Oh, wow. So, Swamp Creature, okay, alles klar. Und das andere war auch irgendwas mit Swamp. Ich weiß noch nicht, wie das Viech heißt. Können wir ja gleich hoffentlich rausfinden. Ah, Swamp Slinger. Ah, okay, alles klar. So, weg damit. Wow. So, da habe ich noch ein Viech gesehen. Das nehmen wir natürlich noch mit. Ah, nochmal ein Viech. Wow. Wahrscheinlich gibt es hier in dem ganzen Sumpf einfach extrem viele Viecher und die meisten verpassen wir einfach, weil wir dran vorbeilaufen. Aber ernsthaft, also den ganzen Sumpf durchmachen, das ist behindert. Also da haben sie es, da hat Microsoft ein bisschen übertrieben, finde ich. Ich meine, es ist cool, wenn man die Zeit hat, dann kann man da schon echt einiges rausfinden und entdecken und so, aber so allgemein, ja, für ein Let's Play ist es zu groß, sage ich mal. So. Wow. Krass, wie die abgehen hier. Oh, wow, der hat einen Ring fallen lassen. Nice. Wow, der macht viel Schaden. Ach, du Schande. Wow, der macht echt brutal Damage, ey. Krass. Da kann man ein bisschen leveln hier. Das finde ich ganz cool. Ich muss nur aufpassen, dass uns die Tränke nicht ausgehen. Weil das wäre nicht so gut. Man findet zwar immer wieder welche und man kann auch immer wieder mal welche kaufen, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. So. Wow. Alter Schwede, wie geht's denn hier jetzt ab? Oh. Als dachte ich schon. Ach ja, schön. Schön, wie man damit seine Zeit vergeuden kann. Ich weiß, ich müsste halt einfach nur den hier töten, aber ein bisschen leveln ist nicht schlecht. So. Ach so, warte mal. Ah, jetzt. Okay, verstehe. Ich glaube, irgendwann können die auch nicht mehr zaubern. Deswegen, ja, hört das irgendwann automatisch auf. Soweit ich weiß. Ich kann mich auch täuschen.
So, ist lustig, der, wenn er getroffen wird, sagt er ja. Als ob es ihm gut tun würde, so. Ja, gib's mir, ja, ja, Mann, ja, besorg's mir, so. Was zum Teufel? Naja, muss man nicht verstehen. Da hatten wir auch wieder einen neuen Gegner, nennt sich Hydrak. Ich finde das so geil, dass Monster irgendwelche Sachen dabei haben. Vor allem Gold. Ich meine, ob sie was damit machen oder nicht, ist die eine Sache, aber wo in aller Welt tragen die das überhaupt? Jetzt mal ernsthaft. Hey, bleib da. So. Sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung weiter, weil da ist ja der Steg hier unterbrochen irgendwie. Vor denen müssen wir echt aufpassen. Die machen beim Haupthelden echt guten Damage. Wo zum Beispiel... Was ich noch sagen wollte. Wo zum Beispiel hat so ein Viech, gell, was im Wasser lebt, wo hat der einen Stab lagernd? Den muss er doch irgendwie tragen, oder nicht? Ich meine, bei Viechern, die Hände haben, da sieht man das ganz gut. Die haben halt tatsächlich einfach den Stab dann in der Hand. Und wenn du das Viech dann tötest, dann lassen die den Stab als Item fallen. Das finde ich so nicht schlecht. Aber so ein verkacktes Sumpfviech? Ernsthaft? Wie kann das überhaupt irgendwas tragen? Das ist, ja. Es ist ein Mysterium. Es ist einfach nur ein Mysterium. Und das wird, glaube ich, immer ein Mysterium bleiben, aber das, ja. Das soll mich nicht sonderlich großartig stören. Ich bin hier, um aufzuräumen und um das ganze Zeug dann einzusammeln und ja. So schaut es nämlich aus. Ja, ja! So geil. Ist geil, wie man hier leveln kann. Ich finde das so cool. So geil. Weißt, das finde ich echt lustig. Hier ist eigentlich mehr los als im Wald, aber hier kackt die Sound, der Sound nicht ab. Ist irgendwie auch komisch. Er stirbt und sagt ja. Das ist so geil. So. Sehr gut. Ach ja, Leute, es ist einfach nur traumhaft. So. Ich hoffe nur, dass ich jetzt dann diesen Tempel da finde. Hallo, würdest du bitte? Dankeschön. So, jetzt das immer wieder richtig, was die Kamera betrifft. So, gut. Ah, da ist es, ich habe mich schon gefragt. Manchmal verschwinden die Viecher einfach und du denkst dir so, was zum Teufel, wo geht's hier hin? Oh, ich hasse den Sumpf. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hasse den Sumpf. So wie der Gronkh zum Beispiel, der mag bei Minecraft den Dschungel überhaupt nicht. Das finde ich so lustig, wenn er durch den Dschungel immer muss und sich dann aufregt. Ah, es ist schön. Es ist so schön.
Manchmal bin ich wirklich schadenfroh. Hallo? Ey, Wahnsinn, ey. Die Geräuschkulisse ist, ach ja, es ist ein Traum. So. Ist ja mal Ruhe jetzt. Gibt's denn das? Oh, guck mal. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel näher. Ja, ich glaube, wir kommen unserem Ziel näher, weil das scheint hier ein Ding zu... Oh, wow, ein Baum mit Augen und... Ernsthaft? Ein attackierender Baum. Ist das dein Ernst? Ist wirklich dein fucking Ernst? Naja, egal. Hui. So. Gerade rechtzeitig, oder? Würde ich sagen. Ha. Krass. Sind ganz schön viele Gräber. Was? Was war das denn? Ja, Hier ist doch gar nichts. Oh. Oh, okay. Ich habe mich getäuscht, hier ist doch was. Oh mein Gott. Wir werden angegriffen von irgendwas. Wow. Wow, was war denn das jetzt? Wir sind da gerade eben durchgelaufen, woher kommen die alle? Ey, jetzt mal ernsthaft, woher kommen denn die? Und warum hat ein Zombie sowas dabei? Er wirft mit Fleischstücken oder so. Wo auch immer der die herbekommt. Ich meine, von sich selbst, das geht, glaube ich, nicht lange gut. Weißt du, was ich mir noch eingehen lassen kann, ist, dass ein Zombie Gold dabei hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann sein. Das kann wirklich sein, dass das ein Mensch gewesen ist. Jetzt schaue ich mal nochmal hier rein. Das kann sein, dass es ein Mensch gewesen ist, der halt einfach dann von einem Zombie gebissen wurde und sich dann selber in einen Zombie verwandelt hat. Das kann ja sein, das sage ich ja nichts dagegen. Aber warum... Oh... Wretched Zombie. Wow, ist der hässlich. Aber warum in aller Welt? Ach, das war. Das. Ernsthaft? Das war der Boss. Das war der Boss. Place the holy icon on a temple altar. 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 So, gucken wir hier mal schnell durch. Ja. Ha. Huh. Okay. Okay, ja. Das scheint es wohl gewesen zu sein. Hey, yo, Leute, was macht's denn ihr hier? Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ich will jetzt hier keine Sachbeschädigung oder sowas. Das ist nicht meine Art. Lieber möchte ich ein paar Viecher abschlachten. Ist mir lieber. Vor allem irgendwelche Viecher, die uns mit Laserstrahlen beschießen. Was zum Teufel? Ist das Superman in seiner wahren Form oder was ist da los? Wahnsinn. Oh, wow. Alter Schwede, wie viel sind das? Oh ja. Alter, wie viel sind das? Aus einem werden 5. Oder 6 Stück vielleicht? Ich weiß es gerade gar nicht. So genau gar nicht gesehen, aber die haben irgendwie keinen Kopf. Das funktioniert nicht, Leute.
Das funktioniert nicht. Das kennt man aus jedem guten Zombie-Film. Sobald der Kopf weg ist, funktioniert gar nichts mehr. Wow, die Viecher, die machen echt übel Schaden, hey. Warum machen die so viel Damage? Wow, der Held ist am Arsch. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ist es euer fucking Ernst? Oh Leute. Ganz ehrlich. Das kann's doch nicht sein. Okay. Okay, die wollen's nicht anders. Die wollen's echt nicht anders. Warum in aller Welt verreckt der Held so schnell? Ey, Wahnsinn. Ey, einfach Wahnsinn, ey. Alter, warum hat der so viel Leben, Mann? Das ist ein verkacktes Zombie-Viech. Stirb, du. Du. Stirb einfach, du. Wanzen. So, jetzt sind wir hier wieder. Oh mein Gott. Oh, nö, ey. Resurrect. Ich brauche das mal ganz kurz. Ey, Wahnsinn, Alter. Das kann's doch nicht sein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Alter. Ey, Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. So, und jetzt muss ich hier... Oh Gott. Warte mal. Ich brauche... Ey, ganz ehrlich, das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Oh, Gott sei Dank habe ich das... Hey, Moment mal. Wo ist das Messer hin? Nein, Leute, jetzt war ernsthaft, wo ist das Messer hin? Wo in aller Welt ist das Messer hin? Ah, okay. Ich wollte gerade ausflippen. Alter Schwede. Oh, wie mich sowas nervt. Hey. Warte mal, das macht so viel, das macht so viel. Boah, ich bin jetzt total hier aus dem Ding raus. Irgendwie so, keine Ahnung. Boah, Alter, hey. Sind wir schon wieder gestorben? Zumindest einer von den Helden. Warum passiert denn sowas? Das ist doch Kacke. Das ist doch einfach nur Kacke, oder? Jetzt mal ernsthaft. Naja. Wie auch immer. Gott sei Dank sind wir jetzt wieder vollzählig. Okay. Gut. Ey, Wahnsinn. Okay. Wie gesagt, wir sind Gott sei Dank wieder vollzählig. Wie auch immer das passieren konnte, aber ja. Ja, das ist halt einfach der Nachteil eines Zauberers. Der Zauberer hat vor allem später extrem starke Zauber, aber er hält da einfach nichts aus und das ist echt, das ist eine Qual, das ist eine richtige Qual. Vor allem, wie schnell das ging. Übel. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wir haben eh gleich eine halbe Stunde voll, deswegen werde ich hier bei diesem Friedhof einen Cut machen. Da der ja aufgeräumt ist und gesichert ist, das ist, glaube ich, ganz guter Platz zum Beenden für heute. Sind jetzt nämlich, glaube ich, drei Aufnahmen hintereinander gewesen. Drei oder vier, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und, ja, der Sound kackt wieder ab, sehr geil. Und ich glaube, für heute reicht's wieder mit Dungeon Siege. Ich muss bei Minecraft auch noch ein bisschen weitermachen. Weil,
Da haben wir ja noch den Marktplatz, den wir fertig machen müssen. Und ich möchte es nicht ewig in die Länge ziehen oder so. Ey, was ist denn hier gerade los? Hier geht's gerade zu, das ist ja Wahnsinn. Hey. Das ist echt Wahnsinn hier gerade. Aber die lassen Zeug fallen bis zum geht nicht mehr. Ich finde das voll geil. Ich finde das voll cool. Ja, irgendwie glaubt unser Held ziemlich oft dran. Das ist, ist sehr beruhigend. Das ist wirklich sehr beruhigend. Das ist wirklich sehr beruhigend, wenn unser Hauptheld die ganze Zeit krepiert. Beziehungsweise jetzt einfach das zweite Mal schon krepiert ist, obwohl ich ihn geheilt habe, aber irgendwie ging das so schnell. Das ist Wahnsinn. Egal, wie auch immer. Ich gehe jetzt hier mal schnell zurück. Hier schnell rein und mache hier einfach mal zu, wenn es geht. Ja, genau, sehr schön, dass hier nichts rein kann, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass uns irgendwas überrascht. So, in dem Sinne, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Leider sind wir wieder verreckt einmal. Also zumindest ein Held und es ist ein Traum. Ich werde in der Zwischenzeit mal die Inventare überprüfen und schauen, ob ich irgendwas von der Ausrüstung wechseln kann und dass wir dann praktisch fürs nächste Mal einfach hier zur Tür oder zum Tor wieder rausgehen und mit unserem Quest weitermachen. In dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao mit Pow!